Warum sollten Sie solche heiklen Dokumente an einem Tisch aufbewahren? Das wäre dumm. Weil sie Migranten sind, sie erwarten nicht, dass man sie zu Hause angreift. Ich denke, ihr unterschätzt ganz deutlich die Herren und Damen, die hier sind. Die sind nicht dumm. Ich gehe auch nicht davon aus. Zudem laufen hier überall Wachen rum und im Haus laufen Wachen rum. Ich glaube, die haben zwergische Kombinationsschlösser und eiserne Tresore. Das wird nicht so leicht zu knacken sein. Zucken mit den Schultern. Nun, das war nur eine Idee. Dann gehen wir. Nicht eure schlechteste, da gebe ich euch recht. Nun, wir können sie ja im Hinterkopf behalten. Ich bin mir sicher, Kanazetianer hat ein paar Ideen. Wisst ihr, was interessant war? Bei den Willmans gab es keine Wachen und keine Leute, die sich in den Außenanlagen aufgehalten haben. Das macht mich eher misstrauisch als froh. Ist Willmann ein Zauberer? Einer von denen? Oh, ich habe vergessen nachzuschauen. Ja, also, nur weil ihr keine Wachen seht, heißt das nicht, dass keine da sind. Das auch, ja. Man Die könnte waren natürlich das. irgendwie unheimlich. Naja, sie sind die Willmanns. Ja, Komisch. vermutlich überrascht einen das nur, wenn man nicht außer Anfall ist. Ja, aber die waren schon immer seltsam. Nun, jetzt sind sie nicht nur seltsam, Rafim, sondern auch in unserem Weg. Naja, wir sind uns hoffentlich einig, dass niemand ihn umbringen wird, richtig? Aber wir müssen ihn nicht umbringen. Wir können ihn dazu überreden, seinen Ruhestand in einem luxuriös ausgestatteten Bauernkloster irgendwo im Regengebirge zu verbringen. Zum Beispiel. Wir haben ja Naja, also im erfahren. Prinzip wollt ihr doch nur, dass er von seiner Position zurücktritt. Warum soll er dafür denn irgendwo in den Regenwald? Außerdem Hallo? dachte ich mir, er hat ja offensichtlich nichts mit Schiffen am Hut. Er ist irgendwie in dieser Position gelandet, weil man als Grande eben irgendeine wichtige Position bekleiden muss. Aber möglicherweise hat er daran selbst gar nicht so viel Freude. Und wenn sich eine andere, ähnlich ehrenvolle Position fände, würde er sie mit Freuden aufgeben. Und das möglich. Wir sind alle Anfänger. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier ehrenvolle Positionen gibt. Ehrenvoll aus Sicht der Einheimischen, ja. Na, fein. Dafür müssten wir mehr über den Mann erfahren. Am besten von jemandem, der ihn gut kennt. Und dafür müsste auch eine Position frei werden. Und wir müssten sie ihm schmackhaft machen. Was für eine Position hatte diese Zayane Ulfhart inne? War sie einfach nur Familienoberhaupt oder hat sie auch irgendetwas Sonstiges getan? Nun, als Familienoberhaupt hat sie einen Sitz im Rat der Zwölf, nicht wahr? Parfüm? Naja, also, ob sie ihn unbedingt selber bekleidet, das muss sie natürlich nicht. Aber da sie keine Verwandten hat, naja, sie wird's vermutlich selber gemacht haben, wenn ich drüber nachdenke. Aber Ist oft nur schickt man diese. auch nur Vertreter. Ist nur diese Zayane ums Leben gekommen, auf Seiten der Garanten? Noch einige Paligans gestorben und vielleicht auch die eine oder andere Zornbrecht, da bin ich aber nicht sicher. Kein großer Verlust also. Nun, dann könnte es sein, dass es Positionen gibt, die heute frei geworden sind. Wir sollten uns informieren. Ja, wir müssten irgendwas finden. Ihr wart doch bei den Willmanns. Was machen die denn eigentlich? Ich war da noch nie drin. Nun, die stehen im Keller und bauen gewissermaßen ein Astrolabium nach. Aber riesig. Es ist noch größer als das trollische Raumbild, was wir gesehen haben. Oh, ihr erinnert euch. Hattet ihr nicht doch gesagt, dass sie diesen Sterndeuter in ihren Diensten gestellt haben? Nun, in der Tat, in der Tat. Und sie sind furchtbar kritisch, was alle Symboliken angeht, weil die Kalibrierung ihres Sternenapparates. Nun, Es ist. das wäre doch ein Ansatzpunkt, wenn man ihnen nun ja klar machen könnte, dass sich ihre Familie und die Entwicklung in Alanfa nicht vertragen. Dann würden sie doch auf die Sterne hören, nicht wahr? Boltax und ich hatten arge Probleme, aus diesen Symbolen schlau zu werden. Ich denke, zuallererst müsste man verstehen, was sie da tun, bevor man versuchen könnte, etwas daran zu drehen. Nun, aber mir ist er doch Magier, vielleicht kennt ihr euch damit aus. Nun, ich kann mich natürlich gerne informieren. Ich habe es Warum? selber noch nicht gesehen.
Warum nehmt ihr den Mann da nicht mit und zeigt ihm die Sache einmal? Hat es wirklich etwas mit Trollen zu tun, oder hast du das jetzt nur... Das war wie ein Beispiel. Ich denke nicht, dass jemand von unserem Stamm... Aber nein, ich denke eher nicht. Ja, aber weil wir diesen alten Troll kennen, vielleicht kann man darüber ja irgendwas raushandeln. Nun, der ist dann eine Weile weit weg, denkt ihr nicht? Ja. Brief schreiben können wir ihm ja trotzdem. Ja. Trolle können lesen. Natürlich können Trolle lesen. Naja, er ist doch der Reichsminister für irgendwas, da wird Troll er ja wohl lesen Angelegenheiten. Aber mir sieht sich das an. Ich bin mir sicher, er wird daraus schlau werden. Oder zumindest sinnreichend beschreiben können, dass jemand anders daraus schlau wird. Ansonsten greifen wir uns vielleicht diesen Sternendeuter, wenn er gerade unbeobachtet ist, und quetschen den aus. Ich könnte mein Interesse an ihren Arbeiten teilen, heucheln. Vielleicht werde ich eingeladen. Nehmt doch vielleicht Kanazitiana mit. Den interessiert ja sowieso alles. Vielleicht hat er... Das ist keine schlechte Idee. Zwei gute Einfälle, was das angeht. Aber dann kann er hinterher doch nicht mehr im Tagebuch... Habe mir das Tagebuch darüber lesen. Was? Nun, wenn ihr mitnimmt, kann er nicht nur noch im Tagebuch darüber lesen, da er es ja schon weiß. Nun, aber... Ich verstehe eure Logik zwar nicht ganz, aber... Ein kleiner Spaß am Rande, lass gut sein. Er konnte uns mit dem Bild in Janka schon einmal weiterhelfen, also warum nicht? Es ist eine gute Idee, ich werde ihn mitnehmen. Wollt ihr vielleicht auch bekommen, Voltax? Ich kann noch einmal, aber ich dachte eigentlich eher daran, mit Sulamin zur Arena zu gehen, um dem Strom des Geldes einmal nachzufühlen. Ja, in der Tat. Muss ich euch begleiten, Abelmir? Nur ich denke, ich werde alleine klarkommen. Sehr wohl. Ja, dann, Voltax, nehmt meinen Schuldschein. Könnt ihr gleich alles eintreiben. Ja, Mann, habt ihr ja schon. Und es schüttelt diesen Golem gut für mich, wenn er nicht zahlen will, ja? Ja, das wird Sulamin übernehmen. Nun gut, ich werde einige kleinere Besorgungen in der Stadt erledigen. Ihr seid vorsichtig, nicht, dass euch jemand absticht. Ich kann auf mich aufpassen, Rafim. Ich meinte die mit den Schuldscheinen, war ich mir da sicher. Nun, auch die können auf sich aufpassen. Im Gegensatz zu anderen brauchen sie keine Basaltfaust, um wehrlose Unschuldige abzuschlachten. Nein, das kriegen wir gut alleine hin. Nicht das, worauf ich hinaus wollte. Das war nur ein Spaß. Ich denke auch, das bekommen die gut hin. Also gegen 20 Unbewaffnete schätze ich da gute Chancen. So wie das, was ihr eben mit Abel mir gemacht habt, Jalan. Das war ja auch nur ein Spaß. Natürlich. Ich würde nie einfach Unbewaffnete abschlachten. Ja, wer würde denn sowas machen? Also außer vielleicht, ja. Handelt sich dabei um einen finsteren Magier, der die nicht ganz so unbesiegbare Legion von Jagmonit kontrolliert. Nun, ein Magier ist nie unbewaffnet. Das stimmt nicht, aber er hatte zumindest keine Waffe in der Hand. Den habe ich, vielleicht in den Rücken gestochen. 5, 6, 10, 12 Mal, aber naja, das war eine Ausnahme. Ja, während ihr euch von dem Silberbalk entfernt und die Tore sich wieder vor euch öffnen, könnt ihr sehen, wie mehrere Reiter wohl an euch vorbei wieder preschen. Und ihr könnt sehen, wie jemand ebenso blutverschmiert, wie es vor wenigen Stunden noch auf ihm war, auf euch zukommt. Die Person fällt auf, nicht nur, weil sie schlank und hochgewachsen ist und blonde Haare unter der rötlichen Erscheinung hindurch wuchern. Sie hat vor allem, auch wenn ihr sie noch nicht ganz erkennen könnt, eine unnahbare und geheimnisvolle Aura. An ihrer Seite ein Schwertmeister, der den Helm abgenommen hat, ihn unter dem Arm trägt und wohl blind zu sein scheint. Damit ist diese Kombination noch erkennbar. Und zwar sowohl für Rafim und Diamantis sowieso, als dann eben auch für den mittlerweile durch Gassenwissen gebildeten Jalan. Denn das muss Lucan Kisseda, der blinde Schwertmeister, sein und immer an der Seite Mira Honak. Also ist die Frau verletzt? Nein, das ist wohl nicht ihr Blut. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, weil...
Ja, also du kannst sie gerne mal angucken, aber sie kommt dann, wie gesagt, auf euch zu oder an euch dran vorbei, bleibt dann aber stehen. Ah, Rafim. Ich habe euch gesehen, als ihr in den Straßen geschlachtet habt. Ja, wie befohlen. Mein Vater hat tatsächlich seine Neutralität einmal verletzt und euch ausgesandt. Der Pöbel musste zurückgeworfen werden. Eure Reiterei war mehr als hilfreich. Euer Vorstoß hat mein Herz mit Freude erfüllt. Das ist richtig. Dennoch solltet ihr weniger mit Emotionen schlachten, sondern wenn ihr Pflicht tut, dann tut dies ohne Emotionen. Sonst steigert ihr euch zu sehr rein. Ich hatte gesehen, wie ihr das ein oder andere Mal mit euch gerungen habt. Das ist ein gefährlicher Pfad, Rafim. Euer Rat ist immer willkommen. Rafim, willst du uns nicht vorstellen? Nein. Schnauze halten. Rafim. Junge Frau, seid ihr verletzt? Ihr habt ganz schön viel Blut an euch kleben. Sie nimmt da mal die Kapuze ab und du kannst sehen, wie sie spitze Ohren hat. Eine Elfe oder Halbelfe. Nein, ich bin nicht verletzt. Ihr habt eine Frage nach meinem Namen. Ich bin Amira Honak, die Patriarchentochter, die Vorsteherin der Stadtgarde und der Hand Borons. Ist. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Boltax, das ist Jalan, das Diamante ist, das ist Abelmir und die schöne Frau hier ist Zulamin. Es ist eine wahrhaftige Freude. Und wer ist euer standhafter Begleiter? Dies ist Lukan Keseda. Er begleitet mich. Er nickt nur. Ihr seid es also tatsächlich, Meister Keseda. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir haben viel über euch gehört. Sprich nicht mit mir. Es ist eine Ehre, Amira Honak kennenzulernen. Wer ist das? Alan. Kenne ihn nicht. Es ist Lukan Keseda. Wir haben über ihn gesprochen. Er ist der blinde Schwertmeister. Boron heilig sogar, wie man sagt. Boron. Bescheiden noch dazu. Boron hat mir die Augen geöffnet. Götter mögen euch wahrhaftig lieben. Götter lieben vor allem Amira Honak. Ich bin mir sicher, das tun sie. Ich verneige mich nochmal vor der Halbelfe. Sagt, verzeiht, wie ist die Anrede für euch? Sie entfällt mir. Tja, das kommt drauf an. Ich habe viele Titel. Kommandantin der Rabengarde trifft das zurzeit wohl am besten. Dabei nickt sie einmal auf den Helm, den sie unter ihrem Arm trägt. Und dann, verzeiht, Kommandant, dafür die Direktheit. Aber wärt ihr wohl geneigt, zu einem friedlicheren Zeitpunkt ein Treffen mit uns und eurem Begleiter hier zu unterhalten? Ich würde wahrhaftig gern über einige Dinge sprechen und sicherlich über euren Buren hören. Sie schaut aber einmal zu Rafim, zu Diamantis, nickt dann. Ich habe auch schon einiges von euch gehört, wohl über viele Ohren geflüstert, aber ja, ich möchte herausfinden, ob dies wahr ist und ob ihr uns tatsächlich helfen könnt. Dann aber hervorragend. Wir stehen euch zu jedem beliebigen Zeitpunkt zur Verfügung. Dann such Jalan mich spricht, auf. Ihr merkt alle, Jalan spricht so, er zwingt sich, mit ihr zu sprechen. Er schaut immer wieder auf Lukan Kessel darüber. Ja, wir freuen uns sehr. Das ist eine schöne Sache. Herr Keseda, ich hätte noch eine Frage an Sie. Er blickt dich an. So, er wendet sich zu dir und es wirkt so auf dich, als könnte er dich sehen. Also, wie nehmen Sie die Umwelt wahr? Über das Akustische? Also über Ihr Hörvermögen? Oder hat Boron Ihnen die Augen wirklich geöffnet und den gewissermaßen wie wenn ich mit einem magischen Zauber sehen kann. Du riechst nach Bergen, ein Parfüm von weit her. Es umnebelt dich und deine Gruppe. Ja, Stollen Nummer 5. Ich verstehe. Ihr nehmt mit mehreren Sinnen wahr, was anderen verborgen ist. Sie. Faszinierend. Verzeiht, wir wollen euch nicht länger aufhalten, aber wir stehen euch zu jeder Zeit zur Verfügung. Wie gesagt, Rafim, wenn du durch die Straßen schlachtest, dann bitte mit weniger Emotion. Kord,
hinuntergeblickt, aber ob er lächelte, das vermag ich nicht zu sagen. Wie auch immer ihr befehlt. Damit geht sie an euch vorbei und Lucan Kiseda tut das ebenso. Er, auch jede seiner Bewegungen wirkt nicht so, als wäre er blind. Welch ein glücklicher Zufall. Naja, dass wir nicht alle tot sind, ist ein glücklicher Zufall. Auch ihr macht euch zu viele Sorgen um diesen Mob. Ach so, nein, ich meinte sie. Und warum sollte sie uns umbringen wollen? Naja, weil sie es kann. Ja. Rafim, ich habe das Gefühl, dass ihr derjenige seid, der Lektionen über Können und Tun braucht. Aber Rafim, das hat sie doch eben gesagt, weniger Emotionen. Sie hat doch überhaupt keinen Anlass, uns umzubringen. Jetzt mal fernab davon, ob sie es kann oder ob sie es nicht kann. Ja. Ich habe in dieser Stadt einiges gelernt und das Erste, was ich gelernt habe, ist, ein Honak hat man zu fürchten. Nun, ich freue mich jedenfalls sehr darauf, ein eingehenderes Gespräch mit Meister Kiseda führen zu können. Was verspricht euch davon? Ja, wer kann mir helfen, Abelmir? Ach so, weil ihr keinen Arm mehr habt und er blind ist, also gewissermaßen zwei... Ihm scheinen die Götter geholfen zu haben, seine Verwundung zu überstehen und damit besser zu werden. Vielleicht kann er es mir beibringen. Nun, aber er ist der Auserwählte Borans. Und ich bin der Auserwählte Albuins. Wir werden uns schon einig. Aber Albuin ist kein Gott und Albuin ist ein lebender Heiliger. Das ist trotzdem nicht das Gleiche. Ja. Kommt mir nicht damit. Ihr wisst, was ich meine. Im Übrigen, lebt Albuin tatsächlich noch? Wahr. Er lebt in unserem Herzen. Nein, nicht in meinem. Aber ich fand ihn nicht so nett. Er lebt in den Herzen des Volkes, Boltax. Wo immer Gerechtigkeit waltet, dort lebt Albuin. Ich dachte, diese Rolle ist Praios vorbehalten, aber wenn ihr ihn gleichsetzen wollt, gerne. Nun, ihr wisst doch, dass Praios nicht direkt auf deren eingreifen kann. Deswegen schickt er uns seine Diener. Er schickt die Albuin. Naja. Naja, eure Reden sind wie immer interessant. Gebe ich euch. So, was wollt ihr jetzt von ihr? Wie ich bereits sagte, ich hoffe, Meister Kiseda kann mir helfen, über meine eigene Verwundung hinwegzukommen. Ja, und so, ihr wollt nur mit ihm reden, und weil ihr nur mit euch redet, wenn sie dabei ist, wollt ihr mit ihr reden, ah, okay. Nun, und was das angeht, sie schien etwas zu brauchen. Vielleicht lässt sich hier ein Quid pro Quo aushandeln. Dann nehmt doch am besten Diamantis mit, der kennt sich gut aus in den Gepflogenheiten hier. Das würde ich nicht sagen. Ich habe noch nie mit Lucan oder mit einer Honak gesprochen. Voltax, du musst dir das so vorstellen. Sie ist die Tochter vom Hochkönig. Ja. Und? Ja, und wir müssen aber nicht, wie wir hier mit dem niederen Volk umgehen. Ja? Wir Zwerge haben kein niederes Volk. Aber du verstehst, was ich meine. Heißt das, dass wir über ihre Witze lachen müssen? Ja, ihr müsst auf jeden Fall über ihre Witze lachen. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass sie Witze machen wird. Sie schien mir jedenfalls sanftmütiger zu sein, als ich es erwartet hätte, nachdem ich gesehen habe, wie sie in die Reihen der Aufständischen geprescht ist. Ihr solltet ihre Emotionslosigkeit nicht mit Sanftmütigkeit verwechseln. Hat Boron nicht zwei Seiten? Ich meine, dieses... kalte, unerbittliche, das ist doch ebenfalls ein Teil Borons. Der Tod kann erlösend sein, aber er ist unvermeidlich. Eigentlich wird kalte Unerbittlichkeit eher dem Chor zugeordnet. Auch wenn einige sich daran sicherlich ein Beispiel nehmen könnten. Ihr solltet sie auf keinen Fall unterschätzen. Ihr Wort hat viel Gewicht bei ihrem Vater und... Naja, sie ist die Anführerin der Garde. Was sie mir so sagt, ist, wenn wir sie auf unsere Seite ziehen könnten, könnte dies sehr vorteilhaft für uns sein. Oh ja, dann wird ihr vermutlich der Erste, der das jeweils geschafft hätte, aber ja, im Prinzip schon. Ihr habt eigentlich nur einen Verbündeten in dieser Stadt und das ist ihr Vater. Sie ist sehr loyal. Wahres Beispiel für einen Alanfana. Gold, emotionslos, aber loyal. Ich hätte sie gerne gefragt, ob sie eine Vorstellung hat, was ihren Vater zu dieser offenbar sehr ungewöhnlichen Entscheidung bewogen hat.
aber es erschien mir unangebracht. Ich bin mir sicher, ihr werdet sie fragen können. Naja, das müsstet ihr den Großmeister fragen. Vermutlich kam der Befehl direkt an ihn. Er wird euch vielleicht. Die Frage ist, ob der Patriarch seine Gründe mitgeteilt hat oder nur was zu tun ist. Aber seine Tochter könnte so etwas wissen. Und ihr meint, sie erzählt es uns privat? Nein, das meine ich nicht. Deswegen habe ich gar nicht erst gefragt. Die Gründe des Patriarchen sind wie immer nebulös. Nebulös, ah ja, das ist das richtige Wort, Bolter. Das ist ein sehr schönes Wort. Das nehme ich ab jetzt. Nebulös. Ich weiß doch, was du sagen wolltest. Gehen wir erst einmal nach Hause. Wir haben alle noch genug zu tun. Ja. Ja, so könnt ihr zurück zu eurem Schiff und dort die Nacht verbringen, nachdem doch tatsächlich eine ganze Menge heute los war. Jeder kam auf seine Kämpfe, sowohl Rafim als auch ihr in der Arena. Die Zeit vergeht, ihr könnt euch regenerieren und dann am nächsten Morgen teilweise noch ein bisschen Kopfschmerzen aufwachen. Gab wohl auch in der Nacht wieder ein paar Unruhen, die sind allerdings nicht in den Hafen hier vorgedrungen, sondern haben sich vor allem auf den Westteil der Stadt und die Brabaka-Baracken ausgebreitet. Aber dann am nächsten Tage, dem 21. Travier, könnt ihr wieder in eure Offiziersmesse eintreten und dort die nächsten Besprechungen vornehmen, was denn nun zu tun sei. Gut, hat irgendjemand noch nichts von heute? Ich dachte, ich höre mich ein wenig in den Kneipen um, ob die was über den Willmann gehört haben. Aber ich denke, die einfachen Seemänner werden wohl viel mehr wissen als wir. Vor allem der, der nie zur See gefahren ist. Man wird euch sicherlich auch herzlich willkommen in Kneipen empfangen, in denen eher, sagen wir, die Oberschicht verkehrt. Sicher leben ja nicht alle Granden auf dem Silberberg. Soll Diamantis da? Diamantis ist viel, aber nimm das jetzt nicht falsch auf, er ist kein Teil der Oberschicht. Dann müsst ihr halt so tun. Richtig. Könnt ihr eure Abstammung auf, ich weiß nicht, einen Stammvater zurückverfolgen? Einem was? Nun, einen sehr wichtigen Urahn. Meine Familie war nie besonders wichtig, Walters. Das Größte, was wir erreicht haben, ist, dass Ur-Urgroßvater die Plantage abgekauft hat. Naja, gut. Das ist in der Tat jetzt nicht unbedingt etwas Großes. Naja, sein Großvater war vielleicht noch jetzt nichts gegen dein Haus, aber dein Haus ist schon ein bisschen, sagen wir mal, seit den Zeiten deines Großvaters heran. Ein bisschen in Vergessenheit geraten. Abenteuer. Irgendwas zu besprechen, irgendwas Wichtiges. Sind unsere verlorenen Matrosen wieder aufgetaucht? Tja, sind sie wohl. Ich habe ihre Namen notiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wer was gemacht hat, aber sie waren wohl alle ziemlich rußverschmiert und ziemlich angetrunken. Kapitän, das wäre doch eine wunderbare Möglichkeit für Disziplinierungsmaßnahmen. In der Tat. Nun, ich denke, 10 Peitschenschläge müssen ausreichen für jeden. Führt die zur Mittagszeit durch auf den Oberdeck. Wollt ihr sie umbringen? Ich sagte 10, nicht 100. Okay. Abelmir, du weißt schon, dass 10 Peitschenhiebe vom richtigen Mann, sagen wir mal, gefährlich sind. Nun ja, wenn die sterben, sterben sie. Das gibt der Mannschaft ein denkwürdiges Beispiel, was passiert, wenn man sie nun plündert und raubt. Abelmir, wollen Sie... Also das ist doch der Alan Fahner in euch, der da aus euch spricht. Ich sehe es doch auch, oder? Wollen wir vielleicht auf 5 Peitschenhiebe pro Person herabgehen? Nun, er hat jetzt schon 10 gesagt, er kann davon nicht zurückweichen. Ja, es hat noch keiner der Mannschaft da gehört. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, ihnen die Haut von den Knochen runterzuschälen. Nun gut. Sagen wir 5 Peitschenhiebe und sagt ihnen, dass Boltax für sie eingesetzt hat. Wir können das auch auf panische Art regeln, Kapitän. Wir stecken die ins Hafenbecken, gebunden an einem Pfahl. Und wenn sie am nächsten Morgen noch da sitzen, dann nehmen wir sie wieder mit aufs Schiff. Dann ersetzen wir sie. Dann können wir gleich die Kehle schneiden. Nein. Sind die Eier oder was soll das?
Bei 5 Peitschen bleibt es. Sollen wir noch Salz oder sowas reinreiben? Einer von 10 Leuten überlebt das. Meine Entscheidung ist gefallen. 5 Peitschenhiebe. Diamantes, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass wir mehr als einen von 10 Seemännern behalten wollen? Ah, wie gut, dass ich an Bord der Geweihte bin und nicht der Einzige. Also ja, dann Ausführung. Sicher doch. Tsunamin, wo finde ich diesen Sterndeuter, der mir Zugang zu 10 Galax verschafft, 10 Seemanns? Nun, an der Universität. Er teilt sich ein Büro mit einem Nandos-Geweihten. Gibt es eine astrologische oder astronomische Fakultät? Nein, nein, das ist die mathematische Fakultät. Das war, wo, Abelmir, du von dieser Hesinde-Geweihten so deklassiert worden bist, was deine Rechenkünste angeht. Wir waren doch schon gemeinsam dort. Nun ja, ich bin immer noch der Meinung, dass der Fehler bei ihr bestand, aber lassen wir das. Ja. Nun, na gut. Auf jeden Fall ist dort sein Büro und du wirst ihn sicherlich dort finden. Wir hatten ohnehin noch abgemacht, dass wir ihn ein weiteres Mal aufsuchen wollen. Wie ist er noch gleich? Och, einen Namen hat er, glaube ich, nie gesagt. Oder Tsunamin? Nein, tatsächlich nicht. Bei dieser Frage standen wir schon das letzte Mal. Wir konnten gar nicht richtig nach ihm fragen. Aber der Nandos-Geweihte wusste sofort, wer gemeint ist. Nun gut, wie heißt dieser Nandos-Geweihte? Blick zu Boltax. Nandusian. Ein ungewöhnlicher Name, aber gut. Findet ihr? Also ich finde Nandusian für Nandos-Geweihten gar nicht so schlimm. Ja, das ist mir klar. Naja, noch fürchte Praios, also, ne? Fürchte Praios ist ein guter greifenswerter Name. Bin immer noch davon überzeugt, dass er Angst vor Praios hat. So, hat dann jetzt jeder was zu tun? Dann runter von meinem Schiff. Ist immer noch mein Schiff. Ja, glaubst du? Das weiß ich. Komm, Abelmir, gehen wir. Haswolf, nicht die dreckigen Stiefel auf den Schreibtisch legen, wenn wir weg sind. Tja, zu spät. Ja, dann muss ich. Ich ziehe Abelmir raus, bevor er jetzt irgendwas Dummes tut. Ja, dann musst du jetzt die Strafe direkt ausführen oder kommt Mittag. Das später? Captain sagte Mittag. Ah, gut. Außerdem sollten wir die Jungs erst ausnüchtern lassen. Ja, dann, wenn ihr das gefallen ist, weiß ich aber nicht. Sodamin? Wenn ihr euch tatsächlich noch einmal mit Amira Honak und diesem Boron-Heiligen trefft, vielleicht könntet ihr etwas für Aviander tun? Denn, ja, ein besonderes Begräbnis in der Stadt des Raben. Amira Honak ist immerhin eine Boron-Geweihte und nun, vielleicht hat sie auch eine Meinung dazu, wie die Diener des Paradiesvogels am liebsten bestattet werden möchten. Galan blickt einen Moment lang, als hätte er gerade in eine Zitrone gebissen, fängt sich dann wieder. Nun, warum kommt ihr nicht mit? Ihr habt jetzt schon so eifrig über Avianders Asche gewacht. Ich bin mir sicher, sie wäre erfreut, wenn ihr euch auch um das Begräbnis kümmert. Nun, ich kann euch gerne begleiten. Aber dann müsste Boltax alleine gehen. Man muss jemand anders schütteln. Wir warten ja sowieso auf eine Einladung der guten Dame. Und daher haben wir sicherlich 1-2 Tage Zeit. Na gut. Dann sagt mir Bescheid, wenn ihr Näheres wisst.